coole Atmosphäre vor allem, ne? Also sehr, 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 sehr gemütlich auch und irgendwie dann doch auch nordisch. Ja, Paulo Beinig, ein cooler Typ. Also zwei Begebenheiten in Rostock waren total interessant. Das erste Mal war, ich glaube, es war kurz vor unserem Aufstieg oder war nach dem Aufstieg, so ein kleiner Junge, stehe ich beim Supermarkt an der Kasse, die machen keine Werbung, im Supermarkt an der Kasse, bezahle, nehme mein Zeug, da kommt so ein kleiner Junge, ich weiß nicht wie alt, 5, 6, Paule, du gehst hier einkaufen. Ich sage, Buschi, wo soll ich denn sonst einkaufen gehen? Ich dachte, ihr habt ganz andere Läden, wo ihr hingeht. Also weiß man natürlich auch, haben die Eltern mir irgendwas erzählt. Und das Zweite war, sitze ich meiner Frau beim Essen, kommt einer und sagt, Mensch, Autogramm. Ich sage, kein Problem, Autogramm, gib ihm, nimmt sich einen Stuhl und setzt sich dazu. Mich verbindet mit dem Verein und der Stadt im Grunde genommen alles. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin hier total super angenommen worden 1994. Danach wieder nett aufgenommen worden. Also hier oben zu leben ist wie Urlaub zu machen. Diese Lockere, diese Leichte und das hat einfach dieses Angenehme. Einer der Ikonen oder der schillerndsten Figuren des Vereins. Was können Sie sagen, wie hat sich so die Fanbase verändert? Und gibt es vielleicht auch einen Fansupport, an den Sie sich immer noch mit Freude erinnern? Also gerade wenn wir auswärts gespielt haben, wenn wir mal von Rostock jetzt nur ausgehen, Leverkusen war weniger, was du an Fans auswärts hattest, als wenn du Rostock 1000 Kilometer wegspielst. Weil da reisen schon mehr mit hier. Da war das immer wieder schön. Wenn du auswärts gespielt hast und hast dann deine 1000, 2000 oder ich erinnere mich ans erste Spiel in München, was wir dann hatten nach dem Aufstieg, ich glaube, da waren 10 oder 12.000 Fans bei. Dass er ja erzählt hat, als Erich Rehberg ihm absagte 2000, dass er da in Tränen ausbrach, also das zeigt ja auch schon mal, dass Fußball tatsächlich nicht nur ein Geschäft ist. Wenn man dann überlegt, man hat ihm jahrelang hier zugejubelt als ganz kleiner Butschke. Thomas Doll, Ulf Kirsten. Da stand ich mit 13, 14 auf der Tartanbahn beim BFC und habe den Jungs die Bälle holen dürfen. Dann, ein paar Jahre später, spielst du auf einmal mit den Jungs zusammen. Das war schon toll. Barry ist ein ganz feiner, lieber Kerl. So, dann hast du Leverkusen, Rüdiger Vollborn. Der ist mir mal hinterhergerannt. Da haben wir Torschuss gemacht und ich habe ja immer gerne so einen Ball gelupft oder irgendwie. Das hassen ja die Torhüter, oder? Mhm. Ich habe ihn den dritten reingelupft. Dann nahm der andere und sagt, Paule, wenn ich dich kriege, und sagt, schieß mir den Ball gegen den Kopf oder so. Ich sage, Rüdi, der Ball muss doch ins Tor. Ich kann dich doch nicht anschießen einfach. Guter Freund hat mir mal gesagt, Paule, da war ich gerade 18, denk immer gut dran. Da habe ich bei Bergmann Borsig gespielt und er hat mit mir gespielt. Immer noch ein sehr enger Freund von mir. Falls du mal die Treppe nach oben gehen solltest, grüß alle ganz nett. Weil wenn dir die Treppe wieder runterfällt, kommst du an allen wieder vorbei.